So, in diesem Teil werden wir jetzt hier am Server 1 einen DHCP-Server einrichten. Ein DNS-Server läuft ja schon drauf. Dazu gehen wir im Server Manager auf Tools, DHCP und schauen uns nochmal die Einstellungen hier für den ganzen Server an. Properties. Okay, hier ist nichts zum Einstellen. Dann gehen wir auf IPv4. Rechtsklick und legen einen New Scope an. Sagen Next. Geben irgendeinen Namen für diesen Scope ein. Nehmen wir zum Beispiel DHCP Scope 1. Next. Jetzt geben wir ein, welchen IP-Adressbereich wir über DHCP vergeben möchten. Jetzt lege ich beispielsweise einfach einmal fest 192.168.1.100 bis 192.168.1.200 soll vergeben werden. Sag Next. Kann Ausnahmen eingeben, die möchte ich jetzt nicht festlegen. Sag Next. Dann kann ich eine Leasedauer oder Leaseduration eingeben. Hier lege ich fest, wie lange eine DHCP bei DHCP zugewiesene IP-Adresse zur jeweiligen MAC-Adresse gültig ist. Das hat den Grund, IP-Adressen bei einem DHCP-Server, die vergeben wurden, müssten nach einer gewissen Zeit bei Microsoft standardmäßig beim Server 8 Tage verfallen und ablaufen, weil wenn dieser Eintrag ewig gelten würde, dann könnten sich keine neuen Rechner nach dem 101. Versuch in dem Fall mehr mit dem Netzwerk verbinden. Weil wenn wir hier zurückgehen, wir haben 100 IP-Adressen, die wir zwischen Start und End vergeben können und die sind irgendwann aus. Und wir müssen hier festlegen, dass jeder Eintrag in dem Fall standardmäßig einmal 8 Tage gilt. Danach wird der Eintrag quasi gelöscht und die Zuweisung gelöscht und da muss sich jeder Client eine neue IP-Adresse holen. Das gewährleistet, dass auch bei einem begrenzten Vorrat an IP-Adressen neuen Clients immer neue IP-Adressen zugewiesen werden und mir sozusagen die IP-Adressen nicht ausgehen. Gehe jetzt weiter, sag Next. Router habe ich jetzt in dem Fall einmal keinen. Parent Domain, hier kann ich meinen DNS-Suffix eingeben, zum Beispiel vorherbers.at. Und hier einen DNS-Server meinem Netzwerk auswählen. Ich wähle jetzt mal 192.168.1.1 aus und sage Add. Wähle jetzt den aus. Der soll den Clients einmal standardmäßig zugewiesen werden. Win-Server haben wir keinen. Und diesen Scope möchte ich aktivieren. So, jetzt mache ich noch was. Und zwar sage ich rechte Maustaste auf Server 1, Add Remove Bindings. Hier lege ich jetzt für meine IPv4-Adressen fest, auf welchen Netzwerkkarten der DHCP-Server lauschen soll. Da ich schon hier in diesem Netzwerk einen DHCP-Server habe, werde ich das ausschalten und sagen, bitte lausche nur auf dem Private LAN sozusagen. Okay, dann schaue ich mir an, ob der das gespeichert hat. Ja, hat er. So, jetzt habe ich hier bei diesem DHCP-Scope verschiedene Options. Hier kann ich einmal sagen, was ist die Start- und die Endadresse von diesem Bereich? Das sind in dem Fall genau 100 IP-Adressen, die vergeben werden können. Bei Address Leases sehe ich dann die IP-Adressen, die vergeben wurden. Bei Reservations kann ich sagen, dieser Client bekommt immer genau diese eine fixe statische IP-Adresse zugewiesen, legt es aber am DHCP fest. Das kann zum Beispiel der Hintergrund sein, wenn ich einen Entwickler habe,
der irgendwo eine statische IP-Adresse festgegeben hat in irgendeinem Programm und er braucht immer diese eine, muss er die nicht bei seinem Dienstnotebook zum Beispiel einstellen, sondern ich trage die hier direkt am DHCP ein und egal was passiert, er bekommt immer diese IP-Adresse zugewiesen, wenn er in meinem Firmennetzwerk ist. Er kann sich natürlich auch statisch eine eintragen, ist aber nicht sehr sinnvoll, weil dann bekommt er, wenn er nach Hause fährt oder ins Hotel WLAN sich einbucht, keine Netzwerk- und Internetverbindung. Deswegen macht man das hier. Scope Options, hier kann ich festlegen, welche DNS-Server über DHCP mitgegeben werden. Ich gebe jetzt einmal nur diesen hier mit. Und was der primäre DNS-Suffix ist. So. Kann hier natürlich mehrere DNS-Server festlegen. Jo. Policies ist jetzt einmal unwichtig. Server Options. Hier kann ich auf Server-Ebene verschiedene Einstellungen übers DHCP mitgeben, zum Beispiel eben DNS-Server. Was hat das jetzt für einen Sinn? Ich kann für jeden DHCP-Scope verschiedene DNS-Server und ein DNS-Suffix mitgeben oder wenn es hier keine Einstellungen gibt, auf Ebene des Servers sozusagen auch. Ich schreibe jetzt hier zum Beispiel mal testweise einen DNS-Server von Google rein, sag add. Sag yes, it is a wallet server, apply. Und jetzt habe ich hier für alle Scopes diesen DNS-Server festgelegt. Welcher dieser zwei Einträge jetzt zieht bzw. Priorität hat, werden wir sehen, wenn wir das Ganze austesten. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Opfer oder quasi einen Client. Das wird jetzt hier unser Server 3 sein, mit dem ich jetzt einmal hier auf, hier hat er eine statische IP-Adresse. Und ich werde den jetzt runterfahren und diesem eine neue Netzwerkkarte zuweisen. Datei, Einstellungen, Hardware hinzufügen, Netzwerkkarte. Private Switch. Schalte diese zwei unnötigen Sachen hier aus. So, und jetzt erlauben wir uns den Spaß und fügen dem einfach einmal präventiv ein paar Netzwerkkarten hinzu. Weil wir es können, weil es nichts kostet und weil man dann ein bisschen mehr sieht. So, ich habe dem Client jetzt hier ein paar Netzwerkkarten mehr hinzugefügt und werde aber auch schauen, dass eine Netzwerkkarte in mein anderes Netzwerk kommt, das LAN, das hier im Internet hängt. Sag jetzt Start. Anmelden und jetzt könnten wir zum Beispiel mal versuchen über die PowerShell zu gucken, welcher DNS-Server zugewiesen wurde. So, jetzt werden wir mal schauen, dass wir das ein bisschen vergrößern. Und sagen Get Net Adapter. Und schauen mal, was wir hier bekommen. Okay, na, wir brauchen die Get Net IP Address. Und schauen mal, was wir hier bekommen. Und wir haben jetzt hier verschiedene Netzwerkadapter. Schauen wir mal einfach einmal hier rein, was wir hier so an IP-Adressen bekommen. Okay, wir bekommen schon
IP-Adressen mit dem DNS-Suffix Firebase.at mit einer IP-Adresse aus dem Bereich. Die können wir jetzt unter Leases, wenn wir das aktualisieren, schauen, welcher Client welche IP-Adresse, welchen DNS-Namen bekommen hat. Ja. Hier sehen wir die Lease-Dauer und das ganze Zeug, den DHCP und den DNS-Server. So, und im Idealfall haben wir jetzt hier irgendwo eine 172er Adresse, damit unser Client auch ins Internet kommt. Schauen wir mal. So, unser Ethernet 3 hat jetzt, machen wir das so, dass wir die umbenennen, damit man sich beim Nachvollziehen leichter tut. Wir haben jetzt hier verschiedene Private LAN Adapter, die uns ins 172er Netz führen und einen, der uns ins Internet führt. Ich werde dem hier noch eine statische IP-Adresse geben und das IPv6 wegnehmen und sage 101.11.255.255.255.0. Default Gateway sagt, was ist mein Router, über den ich ins Internet komme, und der DNS-Service 192.168.1.1. Okay. Und jetzt sollte das Ganze funktionieren. Jetzt komme ich über meinen Router ins Internet, aber für DNS-Abfragen wird mein Server hier links befragt. So. Die anderen Netzwerkkarten bekommen jetzt diesen DNS-Server hier bei den Scope-Options zugewiesen, und der bei den Server-Options, den wir vorher von Google festgelegt haben, der wird offenbar gar nicht verwendet. Das wird wahrscheinlich nur gelten, wenn hier keiner eingestellt ist. Insofern können wir den bei den Server-Options löschen und versuchen jetzt einmal hier eine Namensauflösung zu heise.de zu machen. Das funktioniert. Man lasse sich von dem Fehler her nicht abschrecken. Ich mache das jetzt noch einmal in der normalen, altbekannten Kommandozeile, um niemanden zu verwirren. Namensauflösung zu Google.at funktioniert. Zu heise.de funktioniert auch. Folglich funktioniert auch das Pingen. Folglich funktioniert das Pingen auf Google. Okay, das funktioniert jetzt nicht. Doch, es funktioniert. Und die Namensauflösung auf werbung.verbers.de. Okay, den Eintrag gibt es jetzt hier am DNS noch nicht, dann nehmen wir halt www. Das funktioniert. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel noch was Lustiges machen. Rufen wir hier zum Beispiel mal Google auf. Wir wollen jetzt Google haben und wir sollten in dem Fall auch Google bekommen. Ja, wir bekommen Google. Wir legen jetzt hier eine neue Zone an. Primäre Zone, sagen Google.at, next, allow dynamic updates, next, finish. So, jetzt hoste ich hier die DNS-Anträge von Google, oder ich hoste Einträge von Google auf meinem Server,
kann ja den Zonentransfer erlauben, weil es lustig ist. Und habe jetzt hier den Nameserver eingetragen und brauche natürlich für den Nameserver, den Server 1, eine IP-Adresse, die ich auflösen kann, und kann jetzt quasi, sagen wir, sport.google.at auf meinen Webserver umleiten. So, und jetzt probieren wir mal sport.google.at und voilà, ich lande jetzt nun, wenn ich das auflöse, sport.google.at auf meinem eigenen Server, den ich natürlich auch bingen kann. So, jetzt probieren wir mal, was passiert, wenn ich nur, wenn ich www.google.at pinge. Das kann er jetzt nicht finden, weil er es nicht auflösen kann. Ich müsste jetzt hier einen Eintrag festlegen, www.google.at lenke ich auf meinen Server 1 um. Und was habe ich jetzt damit geschafft? Ich habe damit eine Phishing-Seite gemacht quasi. Oder könnte damit eine Phishing-Seite machen. tun wir das HTTPS mal weg. Gut, das funktioniert jetzt noch nicht. Wahrscheinlich, weil Google.at noch im DNS-Cache liegt. Lernen wir mal den DNS-Cache. Machen den Browser zu und jetzt zur Steigerung noch mit STRG UMSCHALT P im In-Private-Modus auf, sodass alle Einträge nur im RAM bleiben von den ganzen Seiten, die ich jetzt besuche. So, ja, gut, ich habe kein HTTPS, insofern tun wir das einmal weg. So, und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe quasi Google über DNS umgeleitet und könnte jetzt hier in meiner Firma eine Phishing-Seite basteln und irgendwelche Zugangsdaten abfragen. Jede andere Webseite funktioniert natürlich noch weiterhin, da ich sie hier nicht kontrolliere. Ich kann quasi hier für jede Seite oder für jeden Webdienst quasi theoretisch in meiner Firma das über DNS entsprechend umleiten. Was ich jetzt noch machen kann, ist beim DHCP hier unter Reservations eine New Reservation zu machen. Sagt DHCP Reservation 1. Vergebe nun eine IP-Adresse aus meinem Bereich und sagt die 100 oder sagen wir die 12, sollte nochmal gehen. Und brauche jetzt hier irgendeine MAC-Adresse, eine x-beliebige, dann, okay, haben wir jetzt keine MAC-Adresse, dann lösen wir das mit ipconfig-all auf. Ich nehme hier jetzt irgendeinen beliebigen Netzwerkadapter her, nehme hier die physikalische MAC-Adresse, wahrscheinlich muss ich die eh wieder abtippen, ja, die muss ich jetzt leider abtippen, 155D017422A, add. Jetzt habe ich hier eine DHCP-Reservation und dieser IP-Adresse diese MAC-Adresse zugewiesen. So, jetzt starten wir dieses Baby mal neu und schauen, ob das Ganze schon funktioniert. Wenn das Ganze funktioniert, dann wird hier bei Address Leases die Reservation normalerweise gleich auftauchen. Ja,
Die Zuordnung hier ist vollbracht. Ja. Ich kann von hier aus auch eine Reservation sozusagen erstellen, wenn ich eine MAC-Adresse hier habe. Jetzt schauen wir uns mit ipconfig-all an, was wir hier haben. Und jetzt sollten wir irgendwo die Punkt 12er haben. Punkt 12 ist dieser MAC-Adresse zugeordnet. Perfekt. Jetzt sollte noch weiterhin die Namensauflösung funktionieren. Allerdings Google auf meinen Server umgeleitet werden. Perfekt. Zum Schluss noch ein paar Einstellungen, die ich hier festlegen kann. Ich kann hier bei den Scope Options einen Bereich deaktivieren, der nicht vergeben wird momentan, oder aktivieren. Ich kann bei den Properties jederzeit die List Duration einstellen, die Start- und die Endadresse. Ich kann bei DNS einstellen, dass automatisch hier die Namen der Rechner hier einer gewissen IP-Adresse zugeordnet werden, was der DHCP-Server ja macht, kann ich quasi hier meinem DNS-Server auch mitteilen. Probieren wir mal hier DNS automatically updaten. Enable always. Und das braucht uns jetzt momentan nicht zu interessieren. Ja, in welchen Intervallen oder wann das genau abgedatet wird, automatisch zwischen den DHCP und DNS Einträgen, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Vielleicht braucht das Ding einen Neustart. Wir könnten auch jetzt einfach probieren, Rechtsklick, Update Server Data Files, Clear Cache, und zum Beispiel hier noch auch Reload the Zone, Update Server Database File. Ich glaube jetzt nicht, dass das hier was bringt. Vielleicht hilft auch ein Neustart. Theoretisch sollte es so funktionieren. Dann gehen wir noch einmal auf den Server 2 und machen hier beim DNS, haben wir bereits eine Forward Lookup Zone, hier eine Kopie. Jetzt machen wir noch was, und nachdem wir hier Google.at hosten, machen wir hier unter der Forward Lookup Zone eine neue Zone, sagen Next und machen eine sogenannte Stub Zone. Die Stub Zone ist so ähnlich wie eine Secondary Zone, nur dass sie nicht alle Einträge synchronisiert, sondern nur den NS Record und somit nur die entsprechenden Nameserver vorhält, die befragt werden müssen. Machen wir das einmal. Ich gebe das wieder für die Zone, sagen wir jetzt in dem Fall Google.at ein. Next, next. Primärer Server ist Server 1. Löschen den Fehlereintrag, sagen Next, Finish. Und jetzt habe ich hier wieder sagen, muss ich sagen, Transfer from Master, Reload. So, und jetzt habe ich hier nur den NS-Record. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, quasi die Name-Server von Google.at direkt bei mir so, stopp.
Ich noch einmal, ich habe hier jetzt mit der Stubson definiert, dass ich für Google.at das Zonen-File nicht komplett hoste oder eine Kopie vorhalte, weil dafür brauche ich brauche für eine Stubson und für eine Secondary Zone Zugriff auf die internen Ressourcen des DNS-Servers, was mir normalerweise ja nur erlaubt wird, wenn ich den Administrator gut kenne, beispielsweise. Firebase.at werden jetzt hier alle Änderungen jedes Mal komplett synchronisiert. Und wenn sich hier dauernd etwas ändert, wird es auf Dauer sehr viel Traffic. Jetzt kann man einen Conditional Forwarder machen und sagen, diesen einen Namespace befrage bitte diesen DNS-Server, wenn einer meiner Clients Google.at ansteuern will. Wenn ich beispielsweise mit einer Firma zusammengehe und diese DNS-Namensraum speziell auflösen will. Die Mischlösung dazwischen, die von vielen empfohlen wird, ist die Stubson. Hier brauche ich jetzt nicht hardcoded die IP-Adresse von einem einzigen DNS-Server eintragen und auch nicht die IP-Adresse, sondern hier habe ich die Name-Server aufgelistet, normalerweise mit dem Fully Qualified Domain Name. Zum Beispiel, wenn das jetzt im Internet wäre, Server 1.foyerbas.at, und löse diesen Namen in die IP-Adresse jetzt hier auf. Und jetzt passiert Folgendes: Wenn einer meiner Clients hier auf Google.at zugreift und auf den Server hier, auf meinen Server 2 zugreift, weiß dieser DNS-Server nur, welche anderen DNS-Server dieses Zonenfile und die Resource Records von Google.at hosten und welche hier direkt befragt werden können. Ist eine andere Möglichkeit der Hochverfügbarkeit quasi. So, ich glaube, was DNS und DHCP betrifft, hätten wir jetzt vorläufig alles. Im nächsten Video probieren wir dann voraussichtlich eine DFS-Rolle aus.